Hey ho! Ein schöner Goggel mit 2,17 Kilogramm. Schlachtfrisch von gestern. Vom Nachbar drüben. Ja, und den werden wir füllen mit einer Semmelknödel-Bohnenmasse. Mhm. Da habe ich mir was ausgedacht. Weiße Riesenbohnen dazu. Und ja, das machen wir jetzt. Und wie nennen wir eigentlich dieses Video? Ja, ein Goggel vom Drehspieß mit Semmelknödel-Bohnenfüllung. So nennen wir das Video. Und jetzt gehen wir rüber. Ich tue den aber jetzt nochmal in die Kühlung, weil zuerst machen wir da drüben die Füllung. Da haben wir auch schon ja, unsere Zutaten für die Füllung. Da hinten ist noch die Generous Hot Sauce. Die werde ich heute mal an dem Hähnchen dann am Schluss probieren. So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir so eine Dose mit weißen Riesenbohnen. Die sind ja schon schön tomatig. Ja. Und die tun wir uns kurz und klein pürieren. Aber vorher tue ich gleich noch die Petersilie mit rein. Da spare ich mir nämlich das Schnibbeln. Ja, eigentlich könnte man schon sagen, das ist eine griechische Füllung. Da wäre es vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, das Hähnchen jetzt mit Gyrosrap zum Würzen. Aber da habe ich mir heute was anderes rausgesucht. Ja, da ist jetzt das Kabel fast zu kurz. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt bin ich bloß gerade noch am Überlegen, ob ich das Toastbrot gleich da reinbröckel und da drin aufweiche mit ein bisschen Milch oder ob ich es naja, extra aufweiche. Nein, das machen wir alles hier drin. Das bröseln wir da jetzt klein rein. So. Ein Ei hat sich dahinter noch versteckt. Mit einer relativ dünnen Schale. So, rein damit. Jo, und dann fangen wir an, ein bisschen Milch hinzuzufügen und das Ganze mal ordentlich durchzumanschen. In der Zwischenzeit kann man hier gleich noch ein bisschen Salz, Pfeffer und Paprika hinzufügen. Ja, ich denke, da kommt nochmal das Toastbrot dazu. Ja, das ist schon eine recht schlunzige Masse. Also nochmal eine Scheibe Toastbrot. Moment. Und wenn das immer noch nicht reicht, tun wir noch ein bisschen Semmelbrösel, Masse, Pulver, ja, ihr wisst, was ich meine, da hinzu. So, dass wir hier halt eine schöne Konsistenz haben. Genau, Paniermehl habe ich gemeint. Ja, somit haben wir unsere Füllung fertig. Und ich kann mich ans Hähnchen dran machen. Hier kurz wieder ein bisschen Ordnung machen. Und dann fangen wir mit dem Hähnchen an. Weiter geht's schon. Wir nehmen hier einen klitzekleinen Schluck Olivenöl. Und tun damit das Hähnchen einmal einstreichen, einmassieren. Was sehe ich da? Ein Haufen Haut am Hals. Die brauchen wir jetzt doch nicht. So. So. Den Bürzel hier hinten, den lassen wir definitiv dran. Wenn er den hinterher wegschneidet bei einem Hähnchen am Tisch, vollkommen okay. Aber zum Grillen lasst das Ding um Himmels Willen dran. Weil da läuft euch sonst der ganze Saft raus. Weil das habe ich jetzt schon oft genug beobachtet. Früher auch selber gemacht, das Ding vorher abgeschnitten, weil naja. Aber es ist sinnvoller, den dran zu lassen.
So, und jetzt muss ich hier bloß noch die Würzmischung aufkriegen. So. Und da reiben wir jetzt den Vogel einfach einmal schön ein. Da könnt ihr jetzt einen Wrap eurer Wahl nehmen. Für Hähnchen am besten. Oder eben, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ein Gyros-Wrap. Das wäre die andere Variante. Ich habe mich für einen Wrap entschieden, den man leider nicht mehr bekommt. Das war der Gigas-Würzer vom Philipp. Aber ich glaube, die Geschichte kennt ihr ja mittlerweile. So. Und dann können wir eigentlich auch schon stopfen. Wir hätten jetzt natürlich noch ein paar Zwiebeln reinschneiden können in die Masse, aber das habe ich mir gedacht, lassen wir weg. Wir haben ja die Bohnen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir da alles reinkriegen. Dann haben wir die Masse komplett drin. Tja, dann machen wir einen kurzen Spüli von der Handschuh. Und dann fangen wir das Nähen an. So. Also das Einfädeln fällt mir hier sehr leicht, weil wir wollen ja nicht, dass uns nachher die komplette Füllung rauskommt und im Grill runterfällt. Nein, nein, das wollen wir nicht. Na, geh halt durch. So, einmal neu einfädeln und dasselbe Spiel. Nochmal auf der anderen Seite. Naja, da haben wir es etwas leichter, glaube ich. So, dann hätten wir das hier auch schon wieder erledigt. Ich hoffe, dass es zu ist, zu bleibt. Tja, Freunde, und dann brauchen wir das Ding nur noch aufzuspießen. So, schauen wir mal, wie er nachher draußen auf dem Drehspieß läuft. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Tja, dann wollen wir doch mal den Deckel runter tun und das Hähnchen drauflegen. Gut, die Kohlen qualmen jetzt noch. Beim Kohleeinfüllen ist mir ein bisschen Asche mit oder Kohlenstaub mit in den Auffangbehälter gefallen. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Wir wollen die Soße da drin ja sowieso nicht essen. Nein, du sollst andersrum drehen, du Schwein. Na, wie rumdrehst du jetzt? Jetzt dreht er richtig rum. Ja. Gut. Dann können wir hier noch die Gewürze ein bisschen drauf verteilen. Also wie gesagt, mit dem Gewürz außen könnt ihr ja noch den kompletten Geschmack von dem Hähnchen verändern. Aber wir grillen es jetzt erst einmal. So, Freunde, ich habe hier ein bisschen zugeregelt unten auch, weil das war ein bisschen very feel too hot. Und exakt eine halbe Stunde später gucken wir jetzt einfach mal rein. Und ja, das Gegrillte sieht gut aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, und ich würde mal sagen, wir grillen das ganze Teil jetzt so fertig bis zu 80, 85 Grad Kerntemperatur. Da müssen wir natürlich dann auch die Füllung messen, aber das machen wir dann nachher. Exakt eine Stunde später, ja, Temperaturen sind ein bisschen runtergegangen, waren immer so um die knappe 200 Grad rum. Ich hoffe jetzt nicht, dass er schon fertig ist, weil Schatzi hat sich zur Nachbarin kurz verzwiebelt. Wir messen jetzt einmal erst am Rücken. Da wären wir fertig. Ne, 51, 50. Da brauchen wir noch. Da brauchen wir noch. Ja, da sieht es aber besser aus. 68. Der braucht noch. Gut, Schatzi kann sich noch Zeit lassen. Wir lassen weiter grillen. Ja.
circa noch eine halbe Stunde. Ja, eineinhalb Stunden soll es der Göckerle normal brauchen. Und ja, wir werden sehen. Exakt eineinhalb Stunden. Ey, Leute, ich habe echt auf die Uhr geschaut. Langsam wird es dunkel. Ja, fahren wir mal hier rein. Ah, 73. Ein bisschen brauchen wir schon noch. Füllung innen. Ja. Brust. 73. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Bisi brauchen wir noch. Gut, dass ich ihn runtergeregelt habe. So. 2 Stunden später. Ich habe Hunger, Leute. Ich habe so Hunger. Ich würde sagen, wir riskieren es. Wir nehmen es runter und tun anschnibbeln. Ist der Prachtbursche. Und jetzt gehen wir rein und tun anschneiden. So, Freunde, dann kommt erst einmal das lustige Entspießen. Schauen wir mal, ob wir das reibungslos hinkriegen. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Komm raus, du Feigling. So. Jetzt ist die Frage, ob Schatzi uns den aufschneidet oder nicht. Schatzi, schneidest du den auf? Ja, gleich. Ja, gleich, sagt sie. Wunderbar. Dann werde ich schon mal die Cam in die Hand nehmen, die Geflügelschere auch mit herrichten und dann gucken wir mal, ob sie es mit dem Messer aufschnippelt oder ja, dieses Mal mit der Schere. So, mein Schatz. Hier hast du die Geflügelschere. Ich habe da extra den Verschluss hier festgebunden, dass er nicht wieder zugeht. Das war scheiße. Lass dran, sonst jammerst du wieder, dass das Ding zugeht. Ich bin ja so gespannt, wie die Füllung schmeckt dieses Mal. Und wie die Füllung aussieht. Was ist meine zweite? Der zweite was? Nee, vielleicht schreibe ich meine zweite. Weiß ich nicht. Ich schau mal. Bitte schön, die war in der Spüle. Was hast du da genascht? War das Füllung oder Hähnchen? Füllung. Füllung und? Oh, sie hat mich ganz komisch angeschaut. Schmeckt sie dir die Füllung nicht? Nein. Okay, dann bleibt die Füllung mir. Wie gesagt, das war jetzt ein Versuch mit der Füllung. Wir werden einfach mal probieren. So, einmal Füllung. Bitteschön. Ah ja. Moment, auch gleich mal probieren. Kann das sein, dass die Füllung noch nicht ganz durch ist? Ich habe keine Temperatur gemessen. Also wo ist der Teller? Kannst gleich drauflegen, dein Flieger. So, Freunde, hier haben wir jetzt den halben Gockel. Da haben wir was von der Füllung. Und die werde ich jetzt zuallererst probieren. Naja, eigentlich sieht sie
fühlt sie sich auch gar nicht so schlecht an. Man merkt definitiv, dass da die Bohnengeschichte mit drin ist. Vielleicht etwas wie Pfeffer erwischt. Aber an und für sich eigentlich ganz lecker. Leute, das Göckerl ist ein Traum. Das Göckerl ist echt ein Traum. Ja, das stimmt. Ja. Vom Fleisch her super. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich hierfür noch die Soße verwenden soll. Verschiebe ich das mit der Soße, verschiebe ich, da muss ich mal irgendwas anderes ausdenken, weil das Göckerle will ich jetzt so verspeisen. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Das Hähnchen bombastisch, so absolut schlachtfrischer Flieger. Es ist einfach gigantisch. Ich weiß, wo er herkommt. Ich weiß, wie er aufgewachsen ist. Einfach nur lecker. Die Füllung. Man kann sie essen. Sie ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Besonders mit, die Konsistenz etwas sehr mehlig, ich sage jetzt nochmal, mehlig durch die Bohnen. Und naja, man kann sie essen, muss es aber nicht unbedingt. Sagen wir es mal so, gepflegt ausgedrückt. Aber mit Bohnen, ja. Tja, ich habe es halt auch mal ausprobieren wollen. Und naja. Für Schatzi war es der komplette Griff ins Klo, die Füllung. Ich esse trotzdem fast zu schade zum Wegschmeißen. Aber eine Nachmachempfehlung für die Füllung würde ich jetzt nicht unbedingt geben. Man kann sie nachmachen, man kann es ausprobieren, man kann damit spielen. Aber sie ist und bleibt etwas merkwürdig. Ja, so ist es, glaube ich, schön ausgedrückt. Und Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, trotz diesem teils missglückten Experiment mit der Füllung, würde ich mich natürlich über Däumchen nach oben freuen, ein wohlwollendes Kommentar und ja, die Takisoße werden wir dann in einem anderen Video mit keine Ahnung was probieren. Wir werden es aber sehen. Schatzi, hättest du noch Lust, den Chulika, den Prototyp zu probieren mit mir? Den was? Da drüben, das Fläschle. Ja, wenn ich hier aufgeräumt habe. Obwohl es mir ja nicht schlecht geht, ich habe ja keine Füllung gegessen. Dann, ja, ihr geht's nicht schlecht, sie hat keine Füllung gegessen. Oh, das war jetzt gemein. Ich richte mal dabei alles her und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, und nachdem ich jetzt hier gefühlt eine Viertelstunde den Verschluss da oben, die Folie weggepopelt habe, werden wir jetzt mal den Prototyp hier ganz aufmachen. Brauche ich da jetzt noch einen Korkenzieher oder was?
Oh, Taki, was hast du dir da einfallen lassen? Es ist ja furchtbar. Gib mir mal bitte die Zange. What is this? What the fuck? Oh, Scheiße, das geht auch nicht mit der Zange nicht. Oh je, ich sehe, ich ahne Fürchterliches. Schatzi mit der Zange. Plopp hat's gemacht. Jawohl. Ja, fürchterliches. So. Mhm. Brüsterchen. Komm. Der kann auch was. Ja. Taki, du hast mir Adresse. Bisschen schärfer. Ja. Zieht auf alle Fälle mehr durch als der pure Kruskowak. Ist ja auch kein Wunder, wenn der mit dem Slivovitz gemischt ist. Ja. Aber schlecht ist er nicht. Aber der reine Kruskowak ist mir ehrlich gesagt lieber. Aber so als Verdauungsschnäpsel nach dem Essen ist das Zeug super. Ja, nach der Füllung. Ja. Ja. Du hast ja gar nichts gegessen von der Füllung, viel. Ich weiß, dir reicht es, was du probiert hast. Tja, Leute. Dann haben wir den jetzt auch noch probiert. Ist sehr lecker. Oh, okay. Das war's dann aber jetzt endgültig. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.